Ja, guten Morgen, herzlich willkommen. Ein paar Minuten zu spät. Liegt aber daran, weil die Schwierigkeit war quasi, dass ich das Handy nur am Monitor bekommen habe. Aber egal, herzlich willkommen zu quasi Grüners Kaffeepause. Dieses Mal quasi auch mit Kaffee, wurde ich ja schon mehrmals darauf hingewiesen. Sorry für die kurze Verspätung. Aber umso spannender das heutige Thema. What the fuck? In Amerika wäre es schon gepiepst gewesen, ist Business Process Mining. Der Begriff, der eigentlich im Marketing bisher fast nie aufgetaucht ist. Business Process Mining ist eigentlich in den letzten 3 Jahren immer stärker rausgekommen. Was ist Business Process Mining? Es beschreibt eigentlich aus unserer Sicht die Verbindung von Marketing, Data Science und Prozessanalyse. Der Wilf van der Alst, der holländische Professor, gilt als der Godfather des Process Mining. Und wann es schon wer kennt, dann kennt man es meistens aus so produzierenden Unternehmen, sprich Werk A, B oder C. Warum das für uns so spannend ist, ist das, dass wir ja quasi im Marketing-Data-Science-Bereich eigentlich mit den gleichen Daten arbeiten. Wir haben ja oft die Situation, dass vielen noch gar nicht bewusst ist, wenn ich mehrere Daten zusammen binden kann, dass ich komplett neue Insights bekomme. Und zwar Website-Daten, CRM-Daten, Werbedaten, Shop-Daten, Filialdaten. Das wird oft verwechselt, dass man sagt, hey, das kann ich mit meinem CRM lösen. Natürlich ein Blödsinn, weil im CRM stehen ausschließlich Transaktionen und Kundendaten drin. Oder steht nicht drinnen, was hat er wann, wo und warum denn überhaupt gemacht. Und Business Process Mining ist hier nochmal eine Stufe höher. Das heißt, ich nehme diese Daten, die wir sowieso schon selbst sammeln, von der Webseite, vom Shop oder von Filialen her, und sehe mit dir mit einem Timestamp dann ab, wie bewegen sich denn meine Kunden oder Interessierten durch. Und das ist eine super spannende Variante. Ich habe da hinten so ein Beispiel hergezeigt. Da geht es um einen Konfigurator von einer Webseite, den ich mir im Detail ansehe. Das heißt, ich weiß genau, da oben kommen Sie rein, dann bekommen Sie eine Frage. Die Frage wird mit Ja oder Nein beantwortet oder gehen raus. Dann machen Sie eine Transaktion. Da sieht man, da steigen 1, 2, 3, in 3 Kunden steigen Sie wieder aus. Die restlichen wandern im Prozess weiter. Also ich sehe wirklich auf User bezogen, wie mein Prozess läuft. Warum ist das spannend? Weil dadurch könnte ich zum Beispiel ohne weiteres rausfinden, welche Marketing- und Werbeaktionen oder Salesaktionen führen zu welchem Zweck. Das heißt, welche Werbung, die ich draußen mache, welche Filialeröffnung, die ich mache, bringt mir welche Kunden mit welcher Qualität. Einfach gesagt, ich habe zwei Kampagnen, beide Kampagnen laufen ganz gut. Beide bleiben dabei Leute auf die Webseite. Bei den einen bekomme ich viel mehr registrierte oder First-Time-Käufer oder die Gutscheine lösen, beim anderen weniger. Dann könnte man ja meinen, okay, das eine ist erfolgreich. Jetzt schauen wir uns aber dann den Prozess noch weiter an und sehen, ah, die mit dem Gutschein, die kaufen kein zweites Mal. Oder die reklamieren und schicken viel zurück und bei den anderen reklamieren sie nicht. Und genau das ist das Business Process Mining, wo ich sage, okay, sehe ich denn den Prozess durch, wie sie sich bewegen? Wer schickt denn eine Retoure? Wer kauft denn danach wieder? Oder sehe ich zum Beispiel, wenn er die Ware erst 2 Wochen später bekommt, kauft er dann einen Monat nicht mehr? Und Marketing und Business Process Mining wurde bisher nicht verheiratet. Also der klassische Marketer will natürlich sehen, wie funktioniert seine Geldausgabequote, wie billig kauft er Werbung ein, wie viele Klicks kriegt er, was tut sie noch auf der Webseite. Die anderen schauen sich die CRM-Bereiche ein bisschen an, welcher Kunde kauft was. Aber dieser Single Customer View, dass ich wirklich sage, die Kampagne, die Aktivität, diese Sales-Thematik bringt mir das, ist quasi genau so unter Anführungszeichen, wie ich es denn dann sehe. Da ist gerade vom Jochen Schulz was reingekommen. Diagramm kenne ich noch aus 2005. Kann auf den Ideen des Mac-Users mehr Geld für Flugtickets abnehmen? Naja, der Zweck der Übung ist eigentlich nicht nur zu sehen, wie kann ich denn jemand besser bedienen? Und das Diagramm ist jetzt Visualisierung. Das kann man anders und besser auch machen. Das Spannende ist ja viel mehr zu sehen, wen zahlt es sich aus, dass ich quasi mit der richtigen Botschaft bewerbe, dass ich dieses Gießkannen zuspammen mit E-Mail und anders irgendwie aufhöre, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich finde Fehler in der Customer Journey rauf und sehe einfach, die steigen mir da alle aus, weil er ein schlechtes Service oder andere Punkte hat. Also das wirklich herausfinden, die Effizienz von Werbung, Marketing und Sales, um Spam und uneffiziente Dinge rauszuhauen. Wenn man sagt, Idee mit Mac-Usern, das ist eine gute Idee, aber das ist ja überhaupt nicht granular, weil auf der Mac-Seite gibt es auch den Geizigen, den Gierigen, den schnell agierenden anderen. Da geht es mir nicht um einen Datensatz, nämlich ist er Mac-User oder iOS oder nicht, sondern
den gesamten Datensatz. Also alles an Informationen, die es einmal datenschutzkonform auch gibt, rauszufinden, was passt denn am besten. Wer kennt denn das nicht, der im Einkaufs, quasi beim Einkaufen von einem Online-Shop einen Mountainbike-Reifen kauft und dann drei Tage später immer noch quasi Bannerwerbung über Retargeting bekommt zum Beispiel. Oder der Newsletter für alle gleichermaßen rausgeht zum Beispiel. Oder wenn ich sage, ich brauche nicht mehr die Information, das mir den Weg nicht interessiert, das langweilt mich. Also dieses Rausfinden, um Prozess und Marketing zu verbessern, das ist eigentlich die hohe Kunst des Business Process Minings, wo ich wirklich in den Prozess reinschaue. Und das ist auch die große Besonderheit, auf die wir viel Wert legen, weil ich nicht nur sage, ich möchte von vorn Marketing verbessern, sondern ich möchte wirklich durchschauen. Hat die Tante Mietze im Onlineshop oder in der Filiale eingekauft? Oder ist der Gutschein, den man über eine Digitalwerbung verbraten hat, wirklich eingelöst worden? Und war das dann ein zufriedener Kunde? Hat er wieder gekauft? Und das sind halt so Dinge, das ist ein Beispiel von einem Konfigurator, wo ich einfach dem User eine Möglichkeit gebe, spielerisch einfach Dinge herauszufinden und kann gleichzeitig ganz viele Informationen von ihm erfahren und kann wirklich maßgeschneiderte Dinge rausholen aus dem Ganzen. Nämlich besseres sozusagen Service zu bieten, gezieltere Marketing zu machen und ich sage, einen nachhaltig zufriedenen Mehrumsatz mit Kunden zu machen, ist der Zweck. Und nicht auf die Schnelle quasi einen Euro zu machen, der man nachher dann Probleme macht, das man im Marketing ja nicht sieht, weil ich sehe gar nicht, welche Kampagne führt zu welcher Retoure. Oder hat sich der dann mit der angemeldeten Kundenkarte auch wirklich einmal im Geschäft gemeldet und dort das gemacht? Also ich kann eben Customer Journey objektiv ansehen und ich kann das Ganze anschauen. Und das ist so die nächste Stufe, an der wir selbst arbeiten, die man jetzt schon sehr stark sieht. Noch dazu in, ich sage mal, schwierigeren Umfeldzeiten, wo ich wirklich weniger Budget zur Verfügung habe. Oder auch sozusagen der Competition, also der Wettbewerb noch viel, viel größer wird. Dass ich sage, ich muss zielgerichteter umgehen damit. Ich muss sozusagen Spam verhindern. Ich muss schauen, dass ich es am Punkt reinbringe und vielleicht weniger Ressourcen habe. Und das ist so dieser Bereich. Also Business Process Mining ist momentan noch sozusagen ein bisschen am Anfang. Aber wenn ich sage, vom Marketing Data Science kommen, ist es der logische nächste Schritt, dass ich nicht nur die Customer Journey mehr ansehen kann, sondern kann auch meine eigenen Prozesse verbessern. Hat er das Service bekommen? Hat er sich beschwert? Hat er nach der Beschwerde was bekommen? Hat er danach wieder eingekauft? Das sind alles Fragen, die sich normalerweise nicht so einfach beantworten lassen. Also wie gesagt, ein bisschen zum Nachlesen mit Wilf van der Alst, gilt als sozusagen der Godfather von dem Thema Business Process Mining. Es gibt noch nicht sehr viele, die sich in beiden Welten beschäftigen, also Prozessinformation und Marketing zusammenzuführen. Wie gesagt, Angebot steht wie immer, LinkedIn, kurze Direktnachricht, wann wer noch was darüber wissen möchte oder irgendwas darüber ihn interessieren würde oder wie es geht, einfach an mich melden. Und ansonsten, invest in your data. Das heißt, wenn ich sowas machen will, wie man es da hinten sieht, dann muss mir auch bewusst sein, dann brauche ich auch die Informationen, datenschutzkonform wohlgemerkt. Und diese Informationen sind anonyme und personenbezogene Daten, wie sie im CRM-System drinnen liegen, wie sie aber auch zum Beispiel in Analytics oder Google Analytics drinnen wären, die ich jetzt nicht rausbekomme, oder wie sie im Shop drinnen sind oder in einem ERP-System. Und diese Informationen, nicht die Systeme, aber die Informationen brauche ich als Basis, damit ich hier danach überhaupt aufbauen kann. Also Business Process Mining, Bill van der Alst, mir direkt eine Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Freitag, heute mit Kaffee. Freue mich sehr für jeden, der dabei war. Ist auch gut zum Nachlesen. Wir bleiben auf LinkedIn, auch wenn es heute eine Verzögerung gab. Schönen Freitag und Baba.